Ja, wir können anfangen. Es ist 18 Uhr, die neue Normalität. Wir machen das übers Internet statt physisch, wie es geplant war im Bayerischen Hof. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, zu einer Veranstaltung des Wirtschaftsbeirates Bayern mit Clemens Fuest über die Corona-Krise und über den Euro. Clemens Fuest, sollte ich kurz sagen, ist einer der wichtigsten europäischen Ökonomen als Präsident des ifo-Instituts. Er hat eine steile Karriere gemacht mit Etappen in Großbritannien, wo er Professor war. Er war in Köln, er war Präsident des ZEW, des Wirtschaftsforschungsinstituts in Mannheim, und ist eben jetzt seit 2016 Präsident des ifo-Instituts. Und er hat sich frühzeitig mit dem Thema der Corona-Krise beschäftigt. Er hat eine Taskforce organisiert, eine interdisziplinäre, die Schritte über den Ausstieg aus dem Lockdown vorbereitet hat. Über alles das werden wir heute Abend hören. Clemens, du hast das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank, Hans-Werner. Mein Dank auch an den Wirtschaftsbeirat Bayern für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute die Möglichkeit haben, über das Thema die Corona-Krise und der Euro zu diskutieren. Ich habe auch ein paar Folien hier mitgebracht. Also das Thema ist die Corona-Krise und der Euro. Und ich würde das gerne in drei Schritte hier gliedern. Zunächst mal würde ich gerne die aktuelle Krise ein bisschen in den Kontext stellen. Das ist nicht ganz einfach, weil die Corona-Krise wirklich einmalig ist. Aber ich will sie ein wenig, soweit man das in diesem Stadium überhaupt tun kann, mit der Finanzkrise des Jahres 2008, 2009 vergleichen. Das war ja die letzte wirklich tiefe Wirtschaftskrise in Deutschland. Also die Frage, wie sind da die Verhältnisse? Dann würde ich gerne zur Eurozone kommen, zu den Herausforderungen für die Eurozone und zu dem, was die Politik bisher gemacht hat. Im dritten Schritt würde ich dann gerne eingehen auf, ja, ich würde sagen, das europäische Großprojekt als Antwort auf diese Krise, den sogenannten European Recovery Fund. Und da zu der Frage, was leistet und was kostet er? Das ist ja ein Konzept, das derzeit noch entwickelt wird. Trotzdem haben wir das ein oder andere an Informationen darüber. Und ich werde ein Okay, paar also ich habe einfache ja schon Rechnungen gesagt, dazu diese drei Punkte vorstellen, wie würde ich dieser gerne Fonds aussehen ansprechen. könnte. Und abschließend ein Erster paar Punkt, also die Schlussfolgerungen. Corona-Krise ist schlimmer als die Finanzkrise, Fragezeichen. Wir sind ja relativ früh noch in dieser Krise, haben noch keine Ist-Zahlen oder erst sehr wenig Ist-Zahlen darüber, was wirklich passiert ist. Können uns aber anschauen, relativ aktuelle Konjunkturindikatoren, und am IFO-Institut haben wir den IFO-Geschäftsklimaindex, der auf Unternehmensbefragungen beruht. Und hier sieht man eine Übersicht. Ich hoffe, man kann das rechte Ende der Folie da erkennen, darüber, wie der Geschäftsklimaindex verlaufen ist in der Finanzkrise. Da sehen wir einen deutlichen Einbruch. Dann eben da ein Jahrzehnt relative Ruhe. Und jetzt sehen wir den Einbruch. Ich hoffe, Sie können das sehen im Bild, ganz am Rand, den aktuellen Einbruch. Und da sieht man schon, dass der eine ganz andere Qualität hat. Der ist also deutlich massiver, der Einbruch. Und es geht viel steiler herunter. Das ist also wirklich ein Schock, der die deutsche Wirtschaft hier trifft, wie wir ihn so seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gehabt haben. Das sieht man schon allein hier am IFO-Geschäftsklimaindex. Wie entwickelt sich jetzt die Konjunktur? Wie tief ist der Schock wirklich? Wir haben es jetzt zu tun mit einer Krise, die sich in einem wichtigen Punkt fundamental unterscheidet von der Finanzkrise. Wir haben in der Finanzkrise eine Situation gehabt, in der im Prinzip mal alles mit Geld zu regeln war. Hier haben wir eine Krise, in der wirklich realwirtschaftlich die Produktion eingestellt wird, weil man sich vor Ansteckung fürchtet. Und das ist eine Sache, an der kann man mit Geld nichts ändern. Nicht mit geliehenem Geld, nicht mit gedrucktem Geld, daran kann man nichts ändern. Wir können auch mit noch so viel Geld nicht kurzfristig genug Masken besorgen, genug Schutzkleidung. Also wir sehen die realwirtschaftlichen Grenzen, an die wir hier stoßen, die unterscheiden sich doch von dem, was wir in der Finanzkrise hatten. Das heißt noch nicht, dass diese Krise tiefer ist, aber das ist eben Teil der besonderen Qualität dieser Krise. Wir haben in Deutschland wie in anderen Ländern seit März
den berühmten Shutdown, also die Einstellung wirtschaftlicher Aktivitäten, teils aufgrund gesetzlicher Vorgaben, teils weil die Unternehmen Angst vor Ansteckung haben oder teilweise auch, weil keine Vorprodukte hereinkommen oder weil die Kunden nichts mehr kaufen. Wie können wir jetzt messen, wie die wirtschaftliche Aktivität sich verändert hat? Das kann man, da kann man unterschiedliche Dinge verwenden, kurzfristig zum Beispiel Kreditkartendaten oder, das ist sehr verbreitet, den Stromverbrauch. In dieser Folie hier sehen wir den Stromverbrauch vor der Krise und den prognostizierten Stromverbrauch und den tatsächlichen Stromverbrauch in Deutschland seit dem 1. Februar. Und Sie sehen, dass wie hier diese dunkle Linie des tatsächlichen Stromverbrauchs erst recht eng an der Prognose entlangläuft. Und dann hier im März sehen Sie, wie der tatsächliche Stromverbrauch unter den geplanten fällt und der Abfall ist immer stärker und erreicht seinen Höhepunkt hier Mitte April. Da sind wir so gut 25% unter dem Normalstromverbrauch und am aktuellen Rand erholt sich das wieder etwas. Ja, also 25%, das ist schon erheblich und das zeigt einfach, wie die Wirtschaftsaktivität runtergegangen ist. Es ist natürlich nur ein sehr grober Indikator, aber ich denke, ein ganz deutlicher. Das kann man jetzt auch europaweit machen, wie in dieser Karte und da sieht man, hier die Kalenderwoche 11, also noch Anfang März, da hatten wir einen relativ normalen Stromverbrauch. Also grün in der Karte bedeutet so ähnlich wie im Jahr 2019. Und je mehr wir uns jetzt Richtung April bewegen und in den April hinein, desto dunkler werden hier die Länder. Das heißt, man sieht zum Beispiel hier im März eine ganz starke Absenkung des Stromverbrauchs in Italien und Spanien, den stark betroffenen Ländern. Und hier dehnt sich das dann aus. Großbritannien jetzt im April auch sehr, sehr stark betroffen, wie wir sehen. Deutschland, ja, ein deutlicher Rückgang des Stromverbrauchs. Wir haben es ja auch gerade in den Daten gesagt, aber das ist nicht vergleichbar mit der Situation in Italien und einigen anderen Ländern. Ja, wie groß ist diese Krise? Wir haben die Schwierigkeit, dass wir A, noch nicht wissen, dass das Bruttoinlandsprodukt und seine Entwicklung noch nicht bestimmt ist und die größten Probleme ja wohl auch noch vor uns liegen. Deshalb müssen wir uns auf Prognosen verlassen, wenn wir einschätzen wollen, wie schlimm die Krise ist. Jetzt wissen wir alle, in dieser Lage Prognosen zu machen, ist äußerst schwierig, weil die Prognose, das Ergebnis der Prognose natürlich davon abhängt, welche Annahmen man hineingesteckt hat über die Dauer des Shutdown. Ich verwende jetzt im Folgenden mal die Prognose des IWF, die letzte, weil die international vergleichbar ist und die nötigen Variablen hat. Was wir hier sehen, das ist das BIP-Wachstum 2019, 2020 und 2021 für eine Reihe von Ländern, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und die USA. Das ist die aktuelle Prognose aus dem April und wir sehen, der IWF erwartet natürlich einen Einbruch 2020, der auch erheblich ist, in Frankreich etwa 8%, in Deutschland 7%, Italien 9%, Spanien auch 8% und in den USA gut 6%. Auch in China einen massiven Rückgang des Wachstums und dann eine gewisse Erholung 2020. Ich habe ja die gestrichelte Linie eingefügt, weil die 10%-Grenze, -10%-Grenze zeigt, die hier von Italien fast erreicht wird. Jetzt schauen wir uns an, wie war das eigentlich in der Finanzkrise? Wie gravierend war da der wirtschaftliche Einbruch? Das sehen wir in dieser Grafik. Und Sie können an der Entfernung zur 10%-Linie schon erkennen, dass das zwar eine gravierende Krise war, die hatte aber eine ganz andere Qualität. Immer unter der Voraussetzung, dass die IWF-Prognose substanziell etwas sagt über den Charakter dieser Krise. Aber davon, also wenn der IWF hier recht hat, dann sehen wir, die aktuelle Krise ist, was den Einbruch des BIP angeht, ganz anders, viel gravierender als die letzte. Und dieses Mal ist auch China dabei. Beim letzten Mal in der Finanzkrise hat China so massiv dagegen gehalten, vor allem durch staatliche Investitionen, dass das jedenfalls im Bruttoinlandsprodukt nicht aufgetaucht ist. Jetzt ist aber auch China dabei und das ist wichtig, weil China eben ein sehr, sehr wichtiger Markt ist für die Weltwirtschaft und China war in der Finanzkrise ein stabilisierender Faktor, weil die weltweite Nachfrage aus China, ausfallende Nachfrage aus anderen Ländern doch etwas ausglich. Das fällt dieses Mal weg, dieser dämpfende Faktor fällt dieses Mal weg. Auch das spricht dafür, dass diese Krise deutlich gravierender wird als die letzte. Schauen wir uns die Arbeitslosenquoten an. Hier die Prognose für April, die sagt im Wesentlichen, dass
in Italien, vor allem aber in Spanien und in den USA die Arbeitslosigkeit massiv ansteigen wird. Für Deutschland ist man hier optimistisch und erwartet, dass es keinen so, schon einen Anstieg gibt, aber keinen so gewaltigen. Wir müssen mal abwarten, ob das zutrifft. Frankreich nähert sich auch hier wieder 10% Arbeitslosenquote und auch in China soll es nicht so wild werden. Vergleichen wir das mal wieder mit der Finanzkrise. Wir sehen hier, dass die Arbeitslosigkeit vor der Finanzkrise höher war als aktuell, insbesondere auch in Deutschland. Und wir sehen außerdem, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit, wenn man von Spanien und den USA absieht, nicht so gewaltig war in der Finanzkrise, wie er jetzt vorhergesagt wird. Also nach dieser Vorhersage auch eine deutlich andere Qualität und deutlich gravierender die aktuelle Krise. Ja, wie sieht's mit dem Staatshaushalt aus, mit den geplanten Budgetdefiziten? Hier sehen wir, dass die Staatshaushalte ins Minus geraten. Das ist ja auch ganz unvermeidlich. Von der Größenordnung her, etwa für Frankreich, wird ein Staatsdefizit von knapp 1% erwartet. Hier in der F-Prognose Deutschland knapp minus 6%, Italien über 8% und die USA sogar 15% laufendes Defizit. Auch das können wir wieder vergleichen mit der Finanzkrise. Und da sehen wir ganz interessant, dass wir in China kaum Defizite hatten. Also nun muss man vielleicht auch die chinesischen Zahlen anders interpretieren, aber auch in Frankreich, Deutschland und Italien ein deutlich geringerer Anstieg der Netto-Neuverschuldung. In den USA war es ebenfalls sehr hoch schon in der Finanzkrise und in Spanien hatten wir auch einen starken Anstieg. Das hatte nun mehr zu tun auch mit den Rettungen der Banken und dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes in Spanien. Aber also wenn man das zusammenfasst, muss man sagen, beim Bruttoinlandsprodukt nach den IWF-Prognosen, bei der Staatsverschuldung, bei der Arbeitslosigkeit, hat diese Krise doch nochmal eine andere Qualität. Und das sagen eben auch die Frühindikatoren, insbesondere der IFO-Geschäftsklimaindex. Ja, der letzte Punkt. Wie stehen wir eigentlich vor der Krise da? Ich werde darauf gleich nochmal zurückkommen, aber ein wichtiger Unterschied ist, dass wir in diese Krise gehen mit einem ganz anderen Niveau an Staatsschulden. Wenn man niedrige Staatsschulden hat man mehr fiskalischen Raum, um in einer Krise dagegen zu halten. Vor der Finanzkrise war die Staatsverschuldung deutlich niedriger. Zum Beispiel Spanien hatte eine Schuldenquote von 40%, konnte also deutlich mehr entgegensetzen. Italien hatte eine Staatsschuldenquote von 100%. Heute liegt die bei 135%. Frankreich auch deutlich niedriger, damals 65%. Jetzt hat man doch deutlich höhere Schulden. Das heißt, wir gehen in diese Krise hinein mit deutlich höheren Staatsschulden. Und wir haben es zu tun mit einer offenbar deutlich gravierenderen Krise. Nicht zu vergessen, das ist dieses Mal auch eine Krise, die in China stattfindet. Auch dort bricht das Wachstum um viele Prozentpunkte ein, wenn man den Prognosen glaubt, des IWF. Und deshalb fällt China hier als stabilisierender Faktor aus. Das ist etwas, was wir sicherlich in Deutschland in besonderer Weise zu spüren bekommen werden. Denn wir sind ja sehr stark exportabhängig. Das haben wir schon in der Finanzkrise gespürt, dass das in guten Zeiten zwar ein Vorteil ist, in schlechten, aber dann auch zu starken Wirkungen bei Krisen führt. Und das muss uns in Deutschland insbesondere zu denken geben. Ja, ein sehr, sehr grober, notwendigerweise und vorläufiger Vergleich. Nochmal, jede Prognose, auch die IWF-Zahlen für 2020 und 2021, die ich Ihnen hier gezeigt habe, die beruhen auf Annahmen, die unter Umständen ganz falsch sein können. Annahmen darüber, wie lange der Shutdown in den verschiedenen Ländern dauert. Wir stehen eben noch am Anfang der Krise und wissen das nicht so genau. Gleichwohl zeichnet sich doch eins ab. Es gibt ja in der Einschätzung dieser Krise die Idee, dass sie vielleicht V-förmig verläuft. Das heißt, dass wir eine sehr schnelle Erholung kriegen, einen sehr tiefen Absturz, dann aber eine sehr schnelle Erholung. Mittlerweile hat sich aber doch, ist, denke ich, doch klar geworden, dass wir es mit einer Krise zu tun haben, die nicht so schnell weggehen wird. Das hat einfach damit zu tun, dass wir wohl in diesem Jahr keine Impfung mehr bekommen werden, auch kein Medikament, so dass wir darauf angewiesen sind, die Wirtschaft über das Jahr zu bringen in Gegenwart dieses Virus und in Abwesenheit effektiver Medikamente. Und deshalb, das spricht also dafür, dass es nicht so schnell vorbei ist.
spricht auch dafür, dass vielleicht die IWF-Prognose immer noch recht optimistisch ist. Aber mehr darüber werden wir erst wissen, wenn die Krise wirklich vorbei ist. Ja, was bedeutet das alles für die Eurozone? Hier würde ich gerne ein paar Herausforderungen beschreiben, die sich vor allem auf die Staatsfinanzen konzentrieren. Und es gibt sicherlich mehr. Und dann würde ich gerne auf die Maßnahmen eingehen, die bisher getroffen worden sind auf europäischer Ebene. Zunächst mal, was sind die Herausforderungen für die Eurozone, für die Mitgliedstaaten? Natürlich die Stabilisierung der Wirtschaft. Was kann man also tun in dieser Situation? Was kann der Staat tun, um die Wirtschaft zu stabilisieren? Ich denke, es ist sinnvoll, hier zwischen mindestens zwei Phasen zu unterscheiden. Phase Nummer eins, das ist die Zeit des Shutdown, das ist die Zeit der Beschränkungen. Da geht es in erster Linie um Überbrückungshilfen, Kurzarbeitergeld, Hilfen für Selbstständige, die jetzt ausgezahlt worden sind und für kleine und mittlere Unternehmen, Kredite, die verhindern sollen, dass Unternehmen in die Insolvenz rutschen, weil sie illiquide sind. Hier geht es nicht darum, die Wirtschaftsaktivität zu stimulieren. Denn wir wollen ja nicht, dass die Menschen wieder einkaufen gehen und in den Urlaub fahren. Wir wollen ja, dass sie zu Hause bleiben. Da gibt es nichts zu stimulieren, wenn man die Wirtschaft schließt. Trotzdem haben diese Überbrückungshilfen selbstverständlich auch im konjunkturellen Aspekt. Bestimmte Teile der Wirtschaft sind ja offen, Lebensmittel und so weiter. Und man muss ja seine Rechnungen bezahlen. Und Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, können das ja nicht, wenn sie keine Hilfen bekommen. Also das Ganze hat eine konjunkturelle Bedeutung. Aber letztlich sind es eben nur Überbrückungshilfen. Die zweite Phase ist dann die der Aufhebung der Beschränkungen, die dann irgendwann hoffentlich dazu führt, dass die ganz beseitigt werden. Und dann werden wir ein Problem haben der Stützung der Konjunktur. Wir werden alle ärmer sein, wir werden Reserven verbraucht haben. Die Unternehmen werden hoch verschuldet sein. Und wenn ein Unternehmen hoch verschuldet ist, dann investiert es nicht so ohne weiteres oder das Unternehmen hat es schwer, weiteres Kapital zu attrahieren. Die Menschen werden ärmer sein und deshalb risikoaverser und so weiter. Um uns herum werden unsere Märkte wegbrechen. Das heißt, wir werden auch nach Aufhebung der Beschränkungen sicherlich große Probleme haben mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Ja, diese Anforderung an Stützung der Konjunktur führt dazu, dass die Staatsverschuldung massiv ausgedehnt wird. Und das passiert in einer Zeit, in der wir begrenzte Handlungsspielräume haben. Ich habe schon gezeigt, die Staatsverschuldung war sehr hoch vor der Krise schon. Hinzu kommt, dass die Geldpolitik keine Zinssenkung durchführen kann oder fast keine, weil sie die Zinsen schon vorher auf null reduziert hatte. Die Geldpolitik kann durch Anleihenkäufe Liquidität in die Wirtschaft bringen. Sie kann durch die Veränderung von Standards für die Qualität von Wertpapieren, die sie als Sicherheiten entgegennimmt oder auch selbst kauft, kann sie schon Liquidität in die Wirtschaft bringen. Aber mit Zinssenkung kann man nicht helfen. Und wir haben eben diese hohe Staatsverschuldung, die weitere Möglichkeiten begrenzt, die Fiskalpolitik zu nutzen. Man muss allerdings gleichzeitig sehen, dass wir im Vergleich zur Finanzkrise sehr niedrige Zinsen haben. Und das wiederum erweitert die Möglichkeiten, die Staatsverschuldung auszudehnen. Ja, jetzt könnte man darüber diskutieren, ob das eigentlich sinnvoll ist, das, was da gemacht wird. Aber ich würde vorschlagen, das nehmen wir vielleicht mal auf für die, also ich würde dazu sagen, im Wesentlichen ist das schon sinnvoll. Das sparen wir vielleicht für die Diskussion. Nun, welche Stabilitätsprobleme haben wir jetzt speziell im Euroraum? Was ich bislang beschrieben habe, das gilt ja für alle Länder. Was ist das Problem? Hier gibt es zwei. Erstens gibt es das Problem des Investorenvertrauens oder wie die Ökonomen sagen, das Problem multipler Gleichgewichte. Weil wenn Staaten schon sehr hoch verschuldet sind und der Verdacht besteht, dass es vielleicht Probleme geben könnte mit ihrer Solvenz, dann ist es so, kann es passieren, dass Investoren das Vertrauen verlieren, unter anderem deshalb, weil sie befürchten, dass andere Investoren das Vertrauen verlieren könnten. Und wenn alle Investoren glauben, dass ein hochverschuldetes Land in die Pleite rutscht, dann werden sie sehr hohe Risikoprämien fordern oder ganz in den Käuferstreik treten. Das heißt, das ist ein schlechtes Gleichgewicht. Dann kann es aber auch ein gutes Gleichgewicht geben, wenn alle glauben, dass dieses Land solide ist und keine hohen Risikoprämien verlangen, dann ist das Land vielleicht auch solide, weil es ja nur niedrige Zinsen zahlen muss. Also es gibt einen Bereich, der recht fragil ist, da kann man leicht von einem ins andere Gleichgewicht rutschen. Und das ist ein Problem für Länder, die keine eigene Notenbank haben. Sonst kann man ja immer auf seine eigene Notenbank zurückgreifen, um Anleihen
abzusetzen. Das heißt, es besteht nicht die Gefahr, dass ein Investor für seine Anleihe kein Geld mehr zurückbekommt. Wenn das überschuldet ist, dann kann es wohl passieren, dass die Notenbank immer mehr Geld druckt und Anleihen kauft und dass die Währung ruiniert wird. Aber es kann nicht passieren, dass eine Anleihe wirklich nicht bezahlt wird. Ne? Man kann ja sein eigenes Geld drucken, wenn man eine eigene Notenbank mit eigener Währung hat. Und die Staaten der Eurozone haben zwar eine eigene Notenbank, aber sie haben keine eigene Währung. Sie sind ja Mitglied der Eurozone. Die Antwort auf diese Problematik, auf diese Fragilität ist das ESM, ist der ESM mit seinen Programmen. Das heißt, in Europa sagen wir, wer in Schwierigkeiten gerät, wem ein Kollaps des Investorenvertrauens droht, der kann immer vom ESM, also letztlich von den anderen Mitgliedstaaten, unterstützt werden, Kredite erhalten. Und die Hoffnung ist die, dass dadurch das Investorenvertrauen erhalten bleibt, zunächst mal. Und das ist ja auch wünschenswert, insbesondere oder unbedingt notwendig, insbesondere in einer so kritischen Situation, wie wir sie derzeit haben. Ja, dann gibt es ein zweites Problem. Das ist, dass hochverschuldete Staaten, wie beispielsweise Italien, durch die Krise in eine Überschuldungssituation geraten können. Also in eine Situation, in der die Staatsfinanzen tatsächlich nicht mehr tragfähig sind. Da ist das Problem nicht, dass Investoren nicht mehr daran glauben, sondern es ist einfach so, dass die Überschuldung so hoch ist. Natürlich hat das auch immer zu tun mit der Frage, wie hoch sind die Zinsen, wie stark vertrauen die Investoren, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Aber das ist ein zweites Problem, das man von dem ersten unterscheiden muss. In beiden Fällen könnte man fragen, warum soll eigentlich Europa eingreifen? Nun, die Antwort lautet, wenn ein Land in die Pleite rutscht, seine Anleihen nicht mehr bedienen kann, dann hat das eben Auswirkungen auf andere Länder, Ansteckungseffekte. Und deshalb gibt es hier schon einen Grund, sich dafür zu interessieren. Und auch eine Überschuldungssituation, das wissen wir aus der Verschuldungskrise, hat eben Auswirkungen auf ganz Europa. Nun, was ist die Antwort auf die Überschuldungssituation eines Mitgliedstaats? Wenn die Zinsen niedrig bleiben, muss man zunächst sagen, gerät man nicht so leicht in eine Überschuldungssituation. Also nehmen wir mal an, ein Land wie Italien hat nach dieser Krise eine Verschuldungsquote von 160% statt 135%, ist nicht unrealistisch. Auch eine Schuldenquote von 160% ist tragfähig, solange die Zinsen niedrig sind. Letztlich kommt es an auf das Verhältnis zwischen Zins und dem nominalen Wirtschaftswachstum, dem Nominalzins und dem nominalen Wirtschaftswachstum. Also hohes Wachstum hilft natürlich auch, aber derzeit ist das Verhältnis zwischen Wirtschaftswachstum und Zinsen in der Eurozone relativ günstig, auch in Italien, wenn auch dort nicht ganz so günstig wie in anderen Ländern. Also es gibt eine gewisse Chance, dass man vielleicht eine solche Situation aushält ohne ein Überschuldungsproblem. Wenn das nicht der Fall ist, sind die Optionen extrem unangenehm. Einmal eine Restrukturierung der Staatsschulden, das ist in Krisensituationen extrem riskant, das ist immer riskant, aber in Krisensituationen extrem riskant. Man könnte auch, es gibt auch Vorschläge zum Beispiel, dass die italienischen Steuerzahler, die ja sowieso der Hauptgläubiger des italienischen Staates sind, eine einmalige Vermögensumlage bezahlen sollen, um die Verschuldung zu senken. Italien ist ja nicht ein Land, das unter großer Netto-Auslandsverschuldung leidet, sondern ist stark bei den eigenen Bürgern verschuldet. Natürlich, sobald man so etwas ankündigt, sobald man eine Vermögensteuer etwa ankündigt, gibt es eine massive Kapitalflucht. Das muss man jedenfalls befürchten. Insofern ist auch das kein leichter Weg. Der ESM sollte allerdings nur helfen, wenn Schulden wirklich tragfähig sind, und er sollte Bedingungen für seine Hilfen formulieren, und das war ein großes Thema in den letzten Wochen. Italien und auch andere Länder wehren sich gegen Bedingungen, möchten keine Besuche der Troika, erinnern sich an die Zeit der Eurokrise und Debatten über die sogenannte Austeritätspolitik. Also es ist ein politisches Problem. Also diese beiden Schwierigkeiten haben wir. Damit verbunden natürlich auch die Frage, können Länder, die hohe Schulden haben heute, können die überhaupt genug Geld aufbringen derzeit, um ihre Wirtschaften zu stabilisieren? Auch daran gibt es ja ein gesamteuropäisches Interesse. Wir haben ein Interesse daran, dass die Länder herum sich erholen, denn sonst werden wir es auch nicht schaffen. Das sind ja unsere Kunden, unsere Lieferanten und so weiter. Und natürlich gibt es das wichtige Argument der europäischen Solidarität. Also wir interessieren uns auch für das Schicksal unserer Nachbarn und sehen ihre Probleme auch als unser an. Naja, was hat die Politik bislang beschlossen? Es gab drei
Beschlüsse in der Eurogruppe am 9. April, das sogenannte 540 Milliarden Euro Paket. Alle Länder sollen Zugang zum ESM haben mit sehr schwacher Konditionalität. Also die Bedingung soll nur sein, man verwendet die Mittel, um die Folgen der Krise zu bekämpfen. Dann die Europäische Investitionsbank stellt Geld bereit, um die Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen zu ermöglichen. Und dann gibt es ein Programm, das Programm SURE, über das ich gleich noch rede, für die Mitgliedstaaten ein Kreditprogramm und die Ankündigung eines europäischen Wirtschaftserholungsfonds, könnte man das nennen, European Recovery Fund, der bei der Erholung der Wirtschaft nach der Krise helfen soll. Und auf den komme ich gleich etwas detaillierter. Ja, ganz kurz zur Debatte über Corona-Bonds. Das war die Idee, sag mal so ganz genau ist sie in der Regel nicht ausbuchstabiert worden, aber das war wohl die Idee, gesamtschuldnerische Anleihen zu emittieren und das Geld dann an die Mitgliedstaaten zu verteilen. Das hätte den Vorteil, dass man einen liquiden Asset schaffen würde. Man würde die hochverschuldeten Staaten vielleicht von Zinskosten entlasten. Man hat aber das Problem, dass hier Länder haften sollen, die dann wohl überhaupt keine Kontrolle darüber haben, wie die Mittel eigentlich verwendet werden. Und durch die gesamtschuldnerische Haftung sehr große Risiken eingehen würden. Und das haben Deutschland und andere Länder abgelehnt. Stattdessen an die Stelle, sag mal, an der Corona-Bonds hat man eben angeboten, diesen europäischen Fonds. Ja, ganz kurz zu SURE. Das ist ein Programm, das steht also für Support to Mitigate Unemployment in an Emergency. Hier geht es also im Wesentlichen darum, Kredite an Staaten zu vergeben, damit sie Kurzarbeitergeld zahlen können. Das Interessante daran ist, es ist ein Verschuldungsinstrument der EU, das sich auf Artikel 122 des EU-Vertrags stützt, den ich gleich kurz zeige. Das geht im Wesentlichen so, dass die Mitgliedstaaten Garantien bereitstellen, und zwar jeder Mitgliedstaat in Höhe seines Bruttonationaleinkommens. Das ist der übliche Finanzierungsschlüssel im EU-Haushalt. Und Mitgliedstaaten, die eben vor einer massiven Ausgabensteigerung durch Kurzarbeitergeld stehen, das trifft ja auch für viele zu, die können sich dort eben um Kredite bewerben. Hier sehen wir Artikel 122, den Absatz 2. Also ist ein Mitgliedstaat von außergewöhnlichen Ereignissen betroffen, von Schwierigkeiten betroffen, dann kann der Rat eben auf Vorschlag der Kommission diesen finanziellen Beistand zu leisten. Das sieht man als Rechtsgrundlage an, doch eine gewisse Verschuldungskapazität hier zu nutzen. Man hat solche Instrumente in der Vergangenheit auch schon genutzt. Und ich erwähne das hier, weil dieses Instrument auch verwendet werden soll für den European Recovery Fund. Ja, der European Recovery Fund, das ist die Idee, dass die EU ähnlich wie im SURE-Programm Schulden aufnimmt und das Geld vergibt. Ja, und da ist die Frage, als was, als Transfer, als Kredit an Mitgliedstaaten oder ist das Geld wird eben für europäische Programme eingesetzt. Die Forderung, die auf dem Tisch liegt, aus verschiedenen Ecken, ist einmalig bis zu 1.500 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen, also knapp 11% des BIP der EU. Und es gibt jetzt sehr unterschiedliche Ideen. Im Wesentlichen ist die Europäische Kommission jetzt zunächst beauftragt worden, dafür ein Konzept auszuarbeiten. Und ich möchte im letzten Schritt hier ein bisschen darüber sprechen, was so ein Fonds leisten könnte und was er kosten würde und was man damit machen kann und ob das eine gute Idee ist. Zunächst mal, was kann ein solcher Fonds leisten, wenn wir ihn auf europäischer Ebene gründen? Als Ökonom würde man zunächst mal betonen, das Ganze könnte eine Versicherung sein. Ich habe gerade beschrieben, dass wir, was die Kosten der Krise angeht, vor großer Unsicherheit stehen. Wir wissen heute nicht so genau, wer wird am meisten betroffen sein. Es scheint derzeit so, als würden es Italien und Spanien zu sein, vielleicht auch Frankreich, weil dort die Shutdown-Maßnahmen besonders lange dauern. Aber so wirklich wissen wir es nicht. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, wer da wie getroffen wird. Dass wir es nicht wissen, ist zwar nicht schön für eine Versicherung, aber ein Vorteil, denn solange der Schaden noch nicht bekannt ist, hat man noch einen Anreiz, sich gegenseitig zu versichern. Das heißt, sich gegen diesen Schaden zu versichern, das kann allen Mitgliedstaaten unter Umständen nutzen,
wie gesagt, wir sind hier nicht hinter einem kompletten Schleier der Unwissenheit. Wir ahnen schon, dass Deutschland vielleicht weniger gravierend getroffen wird als Italien oder Frankreich oder Spanien. Aber so ganz genau wissen wir es nicht. Insbesondere, wenn wir uns daran erinnern, dass Deutschland auch in der Finanzkrise sehr hart getroffen war, wegen seiner außenwirtschaftlichen Verflechtungen. Ich hatte eingangs gezeigt, dass China etwa sehr stark betroffen ist. China ist als Markt für deutsche Produkte extrem wichtig, hat eine ganz andere Bedeutung als das Land für andere Euro-Staaten hat. Deshalb ist nicht so ganz klar, wer hier am meisten getroffen wird. Ja, dann kann man mit so einem Fonds natürlich das Kohäsionsziel verfolgen oder generell Solidarität zeigen, also Umverteilung zugunsten ärmerer Staaten durchführen. Im Prinzip haben wir das schon vor der Krise gehabt. Das könnte man ausdehnen. Oder man könnte die Bekämpfung der Epidemie bezahlen aus diesem Fonds. Wenn das eine Land die Epidemie bekämpft, nutzt das ja nicht nur diesem Land, sondern auch anderen Ländern. Das Virus macht ja nicht an Grenzen Halt. Das könnte ein Argument sein. Nur ist es so, dass dafür der Fonds wohl zu spät kommt. Also um da das Verhalten zu ändern, dafür kommt der Fonds zu spät. Man hat außerdem den Eindruck, dass die Länder schon sehr, sehr viel tun, um die Epidemie zu bekämpfen und man wohl nicht das Problem hat, dass sie nicht genug tun und nicht in Rechnung stellen, dass es eben grenzüberschreitende Ansteckung gibt. Ist ja übrigens auch dadurch eingedämmt, dass die Grenzen geschlossen worden sind. Ja, dann letzter Punkt. Man könnte damit auch neue EU-Politiken finanzieren. Das können natürlich nicht dauerhafte EU-Politiken sein, denn das soll ja ein einmaliger Fonds sein. Entscheidend wäre, dass hier allerdings ein Mehrwert entsteht der europäischen gegenüber der nationalen Bereitstellung. Sonst sollte man das nicht gemeinsam organisieren, sondern in jedem Land einzeln. Aber es gibt Bereiche, ich werde gleich drauf kommen, in denen das üblicherweise zumindest möglich ist. Wie ist die Finanzierung? Ich habe es gerade gesagt, das soll wohl so laufen wie im Schur-Programm. Also es gibt eine einmalige Schuldenaufnahme, Garantien der Mitgliedstaaten nach BNE-Schlüssel. Und man sollte gleichzeitig einen Tilgungsplan vorsehen. Ist angeregt worden, hier eine ewige Verschuldung vorzusehen. Das Problem damit ist, dass die nächste Krise, bevor die Ewigkeit zu Ende ist, kommen wird. Insofern sollte man vielleicht doch zwischendurch mal tilgen, auch wenn der reale Wert der Schulden vielleicht im Zeitablauf sinkt. Ja, und was ich jetzt abschließend gerne vorstellen würde, das sind Beispielrechnungen dafür, wie so ein European Recovery Fund eigentlich aussehen könnte. Ich nehme hier an, dass die Mitgliedstaaten das also finanzieren. Sie garantieren Verschuldung, nur könnte man sagen, allerdings irgendjemand muss die Bedienung finanzieren und wenn die Schulden bedient werden aus dem EU-Haushalt, dann läuft die Lastenverteilung in großem Umfang nach dem BNE-Schlüssel oder GNI-Schlüssel, Gross National Income. Und das nehme ich auch hier an. In dieser Rechnung lasse ich drei Typen von Ausgaben zu. Versicherung, also die EU-Staaten erhalten aus dem Fonds einen Transfer in Abhängigkeit der ökonomischen Verluste durch die Corona-Krise und das messe ich am BIP-Rückgang. Hier geht es ja bei den ökonomischen Verlusten geht es ja nicht um die Frage, wie viele Leute sind infiziert, wie viel sind möglicherweise gestorben an der Krankheit, sondern es geht letztlich darum, um wie viel sinkt die Produktion durch die Krise oder wie ist man wirtschaftlich betroffen. Das stelle ich hier in den Vordergrund. Ja, dann gibt es das Kohäsionsziel. Ich werde also Varianten des Fonds vorstellen, bei dem ein wenig zugunsten der Länder mit niedrigerem Pro-Kopf-Einkommen umverteilt wird. Ich würde mal behaupten, ohne eine solche Komponente ist dieser Fonds überhaupt nicht darstellbar, wie wir gleich sehen werden. Und dann im dritten Schritt wird ein Teil des Geldes genommen für neue EU-Politiken. Schauen wir uns mal kurz an, wie das aussieht. Hier nochmal für vier Länder, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien, die folgen der geschätzte Verlust an BIP-Niveau in diesem Fall. Also einfach das Negativwachstum 2020 und dann die Frage, wie hoch ist das BIP 2021 im Vergleich zu 2019? Zwei Indikatoren für die Verluste. Und was wir hier zunächst mal sehen, ist, dass jedenfalls nach dem, was der EWF erwartet, das Ganze ziemlich symmetrisch ist. Ökonomisch bedeutet das, dass es da nicht viel zu versichern gibt. Unter den Ländern ist nicht viel Versicherung möglich. Ja, man kann natürlich die Verluste über die Zeit strecken, indem man Schulden aufnimmt. Das ist ja auch geplant hier. Allerdings Schulden können im Prinzip ja auch die Länder selbst aufnehmen. Aber um das Folgende zu verstehen, ist also wichtig, sich klarzumachen, die Verluste sind relativ symmetrisch, trifft ein bisschen weniger auf kleine Staaten zu, aber unter den großen.
Ja, zunächst mal, wenn also dieser Fonds so funktioniert, dass nach Bruttonationaleinkommen eingezahlt wird und dann nach dem Schaden ausgezahlt wird, nach der Betroffenheit, dann kriegen wir diese Verteilung hier. Was Sie hier sehen, das ist die Bruttozahlung aus dem Fonds, aus dieser Versicherung über die Länder hinweg. Und Sie sehen, das unterscheidet sich jetzt schon. Zum Beispiel Griechenland und Kroatien sind Länder, auch Slowenien, die nach den Prognosen ziemlich stark betroffen sind. Andere Länder, Bulgarien, Ungarn etwa relativ zur Wirtschaftsleistung etwas weniger. Also das ist jetzt die Bruttozahlung. Die Frage ist, was ist der Nettosaldo? Also man zahlt ja etwas ein in eine Versicherung. Das ist eben diese Finanzierung des Fonds, die auf der Basis des Bruttonationaleinkommens verteilt ist und dann die Auszahlung auf der Basis dieses Schadens. Und wir sehen jetzt hier, wenn Sie sich das angucken, ich hoffe, Sie können das erkennen, also Nettozahler sind Frankreich, Deutschland, Belgien, würde man erwarten. Nicht aber zum Beispiel die Niederlande. Die Niederlande würden mehr als 3% ihres Bruttoinlandsprodukts aus dem Fonds kriegen, einfach deshalb, weil sie zwar viel einzahlen müssen, aber einen hohen erwarteten Schaden haben. Und ja, warum geht das so nicht? Bulgarien wäre ein Nettozahler und Ungarn wäre auch ein Nettozahler. Das sind Länder mit sehr niedrigen Pro-Kopf-Einkommen. Das kann man nicht machen. Italien würde sehr wenig herausbekommen, 0,3% des BIP. Also ein reiner Versicherungsfonds hilft Italien überhaupt nicht. Spanien würde ein bisschen was bekommen, Italien aber nicht. Ja, ne, also hier sieht man, nee, Italien wäre sogar Nettozahler, würde nicht was herausbekommen, sondern wäre sogar Nettozahler. Ich weiß nicht, ob das der italienischen Regierung in der Situation zu verkaufen wäre, mit Sicherheit aber nicht der bulgarischen oder der ungarischen. Also so wird man es nicht machen können. Ja, jetzt erweitern wir diesen Fonds um einen Kohäsionsfaktor, der funktioniert so, dass man sagt, okay, es gibt erstmal eine Umverteilung an Mitteln zugunsten der Länder mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen. Wir sehen jetzt, dass Dänemark hier zwar noch Nettozahler ist, Ungarn aber nicht mehr, Bulgarien auch nicht. Also da haben wir das Problem beseitigt, dass sehr arme Länder hier Nettozahler sein sollen. Stattdessen wird Österreich zum Beispiel zum Nettozahler, die Niederlande bekommen etwas weniger. Das Problem ist, auch Italien wäre immer noch Nettozahler hier in diesem System. Das heißt, das Problem wird nicht gelöst. Jetzt erhöhen wir den Kohäsionsfaktor. Wir verteilen also mehr um zugunsten der ärmeren Länder. Das würde bedeuten, ja, zumindest ist Italien kein Netto, muss nicht mehr netto einzahlen, bekommt allerdings auch nicht sehr viel heraus. Das wird nicht viel ändern in Italien. Bei Deutschland sind wir allerdings schon bei einem Nettosaldo in dem Fall von minus 4% des BIP. Deutschland müsste also 4% seines BIP netto beisteuern. In dieser Versicherung ist die Frage, wie attraktiv das für Deutschland ist. Und ganz hier, also nach wie vor, wären etwa die Niederlande jemand, der etwas bekommt wegen der hohen BIP-Verluste. Das kann man vielleicht korrigieren. Das wird man als unfair ansehen, politisch schwer darstellbar. Das kann man vielleicht korrigieren, aber man hat das Problem, dass wenn das Ganze so organisiert wird, deshalb zeige ich die Zahlen hier, dass das Ganze mit einer Versicherung zu tun hat und aber die Länder mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen hier nicht Nettozahler sein müssen, dann steigen doch die Kosten für die verbleibenden Nettozahler sehr, sehr stark an. Hier sehen wir jetzt nochmal die Nettosalden. Wenn wir außerdem sagen, wir nehmen 20% des Fonds für europäische Politiken, und ich komme gleich darauf, was das sein könnte, dann steigen die, nähert sich also der deutsche negative Nettosaldo, hier doch erheblichen Beträgen an, liegt schon über 5%. Das ist also hier diese Säule, der liegt dann schon über 5%. Das wird also doch ein erheblicher Aufwand. Ganz interessant vielleicht noch zu fragen, wie groß ist denn die Versicherungswirkung? Was wir hier sehen, das ist sozusagen der implizite marginale Steuersatz. Das heißt, wenn das Bruttoinlandsprodukt, also wenn der Schaden durch die Corona-Krise um 1% des BIP steigt, wie viel bekommt man zurück? Hier bei dieser Variante des Fonds, das kann man sehr unterschiedlich gestalten, sind die relativ hoch, obwohl Kohäsionsfaktor 2, das heißt, es wird relativ viel nach Pro-Kopf-Einkommen umverteilt. Trotzdem ist der Versicherungseffekt sehr groß. Das heißt natürlich auch, dass Anreizeffekte dann entsprechend eingeschränkt werden. Aber der Fonds entfaltet durchaus eine erhebliche Versicherungswirkung.
Was wir hier sehen, ist jetzt in der Variante mit dem Einsatz eines Teils der Mittel für öffentliche Güter, wie die Bruttogeldflüsse sind in diesem Fonds. Und da fällt vor allem auf, also Sie sehen hier immer den Beitrag des jeweiligen Landes, den Rückfluss und dann die europäischen öffentlichen Güter, die hier den Ländern auf einer Pro-Kopf-Basis einfach zugeordnet sind. Die Ausgaben, das ist aber natürlich kein Finanzrückfluss, wie man ihn in einer Versicherung hat. Ich zeige das hier, weil man doch sieht, dass sehr viel Geld erst nach Brüssel geschickt wird und dann wieder zurückkommt. Und die Frage ist sozusagen, wie sinnvoll ist so etwas und gelingt es, dass dieses nach Brüssel Geld schicken und es wieder zurückschicken, dass das da ein Mehrwert erzeugt wird und nicht etwa ein Minderwert. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und deshalb ist es so wichtig, sich die Frage zu stellen, was soll eigentlich mit diesem Geld passieren, wenn es nicht ein reiner Versicherungsvertrag ist, bei dem es Ein- und Auszahlungen gibt. Welche neuen EU-Politiken kann der Fonds finanzieren? Also entscheidend ist, dass ein Mehrwert herauskommt. Man könnte an europäische öffentliche Güter denken, wie Verteidigung, Migrationspolitik, Entwicklungshilfe und so weiter. Das Problem ist, die brauchen alle eine permanente Finanzierung. Und es gibt andere Ausgaben, die man sich vorstellen könnte. Ich bin jetzt ein bisschen knapp in der Zeit, deshalb springe ich hier mal auf einen Punkt. Der Binnenmarktkommissar Breton hat in einer Rede am 24. April, also vor ein paar Tagen im Europäischen Parlament, beschrieben, was ihm vorschwebt, im Wesentlichen Ausgaben aus diesem Fonds zugunsten verschiedener Sektoren, also im Grunde industriepolitische Ausgaben. Außerdem hat er die Idee, dass in der aktuellen Krise die Gefahr feindlicher Übernahmen von europäischen Unternehmen droht. Man stellt sich dann die Frage, ja, was ist die Idee? Man könnte diese Übernahmen verbieten, aber vielleicht ist hier auch die Idee, aus diesem Fonds Kapital bereitzustellen, um Unternehmen zu übernehmen. Aber vielleicht geht es auch um industriepolitische Subventionen. Also was könnte dieser Fonds, wenn es ein Fonds für die europäische Industrie wird, was könnte der machen? Einmal werden die Firmen nach der Krise hohe Schulden haben und wenig Eigenkapital. Gibt es allerdings schon viele nationale Instrumente. Was wäre der Mehrwert europäischer Aktivitäten? Man könnte argumentieren, dass bei nationalen Politiken eine Wettbewerbsverzerrung entsteht. Das ist ein großes Thema. Deswegen haben wir ja auch die Subventionskontrolle. Die Frage ist nur, reicht dafür nicht die Subventionskontrolle oder würde dafür reichen eine Konzentration auf Staaten, die selbst weniger Mittel zur Verfügung haben? Ja, was letzter Punkt, was wäre eigentlich sinnvoll, wenn man an diesen Fonds für die europäische Industrie denkt? Nun, ich denke, wir müssen wirklich aufpassen, dass dieser Fonds nicht Aktivitäten finanziert, für die eigentlich privates Kapital zur Verfügung steht, was vielleicht mit einer besseren Governance kommt. Man sollte sich eher auf Investitionen konzentrieren, die nicht oder nur schwer privat oder von nationalen Regierungen finanziert werden. Und da würde ich gerne zwei Beispiele nennen. Also das ist ein altes Thema, aber es ist nicht gut gelöst. Bislang grenzüberschreitende Infrastrukturen, Bahnstrecken, Straßen, Energienetze. Das ist jetzt die Zeit, dort mehr zu investieren. Auch deshalb, weil wir derzeit wohl eher freie Kapazitäten in der Bauindustrie finden. Solche Projekte haben eine lange Vorlaufzeit, aber man sollte sie angehen. Und das, was man jetzt vielleicht anschieben kann, umso mehr. Ein anderer Bereich, an dem man vielleicht denken könnte, das wäre Forschungsförderung, europäische Forschung. Es gibt den Vorschlag eines europäischen DARPA, also der Förderung von Sprunginnovationen in den USA. Hat das viel zu tun mit Militärforschung. Also an solche Dinge könnte man denken, aber wir müssen meines Erachtens Investitionen finanzieren, die der private Sektor nicht tätigt und bei industriepolitischem Handeln auf einzelne Sektoren, die hier genannt werden, bezogen, zum Beispiel Tourismus, stellt man sich schon die Frage, wo ist da eigentlich das Marktversagen und warum brauchen wir da einen Fonds, insbesondere einen Fonds, der kommt, wenn die Krise ja vorbei ist. Das müsste man zumindest stärker ausarbeiten. Das wird sicherlich auch geschehen. Aber hier gibt es auch eine gewisse Gefahr, dass dann Lobbys sich das Geld aneignen. Ja, lassen Sie mich das zusammenfassen. Die Corona-Krise ist nach dem, was wir heute wissen, erheblich gravierender als die Finanzkrise. Wir haben aber eine hohe Prognoseunsicherheit. Wir haben wenig geldpolitische Spielräume. Die sind nicht null, aber beschränkt und hohe Staatsschulden. Aber wir haben niedrige Zinsen. Das erweitert die Spielräume für die Nutzung von Staatsverschuldung.
Wir haben das Run-Problem, aber dafür haben wir den ESM und das OMT-Programm. Also die Idee, dass die Europäische Zentralbank zur Not, wenn ein ESM-Programm vorliegt, Staatsanleihen kaufen kann. Dieses Programm ist umstritten, wie wir wissen, weil es als nicht gedeckt durch das Mandat der EZB kritisiert wird. Der Europäische Gerichtshof hat allerdings gesagt, die EZB darf das tun, wie auch immer. Das steht jedenfalls zur Verfügung. Und wir haben eben als zentrale Idee der Politik für die Zukunft den European Recovery Fund. Das ist kein Instrument für die Krise. Es wird nicht Italiens Problem der Tragfähigkeit der Verschuldung lösen. Und die Herausforderung, vor der wir stehen, ist, wir müssen sicherstellen, dass dadurch wirklich ein Mehrwert entsteht durch den Einsatz dieser Mittel. Dann kann es auch wirklich helfen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Clemens. Das war eine Tour de force durch all die relevanten Themen, die uns jetzt bewegen. Du hast dich richtigerweise auf die wirtschaftlichen Aspekte konzentriert. Von den medizinischen hören wir ja jeden Tag im Fernsehen. Und diese wirtschaftlichen Aspekte könnten jetzt zunehmend im Laufe der Zeit in den Vordergrund gelangen. Ich möchte jetzt da mal die Gelegenheit nutzen, dass wir beide ein bisschen diskutieren. Ich habe hier auch Fragen bekommen von Zuschauern, die kann ich einspeisen. Ich möchte aber gerne beim letzten Thema gleich mal anfangen, bei dem Fonds, der hier errichtet werden soll. Das ist die Rede von 1.000 bis 2.000 Milliarden Euro. Und du hast schon den Zusammenhang zur Europäischen Zentralbank hergestellt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen führt. Denn wo soll dieses viele Geld herkommen? Man will diese Papiere ja nicht aus den Ersparnissen der Sparer finanzieren. Also man will es nicht an die Sparer verkaufen, sondern man will es an die Druckerpresse der EZB verkaufen. Das ist ja praktisch das Programm. Die EZB hat gesagt, dass sie zusätzlich zu dem, was sowieso schon beschlossen ist, dieses Jahr für 750 Milliarden Euro Papiere kauft, auch im Wesentlichen Staatspapiere. Und dann sind ja die sowieso schon beschlossenen Maßnahmen, was 1,1 Billionen Euro Käufe bedeutet dieses Jahr, was die europäische Geldmenge von 3,7 auf 4,8 Billionen Euro vergrößert. Und das ist gegenüber 2008 bereits eine Vervierfachung der Zentralbankgeldmenge. Das heißt, es findet ja hier in riesigem Umfang die sogenannte Monetisierung der Staatsschulden statt, die ja eigentlich nach Artikel 123 AEUV verboten ist. Du hast 122 zitiert, wonach man in Krisen helfen muss und darf. Das ist richtig. Es steht aber nichts davon, dass das über Staatsverschuldung passieren kann. Und wir machen es jetzt über Staatsverschuldung in Verbindung mit der Druckerpresse. Das heißt, die Staaten geben die Papiere an den Markt und ein paar Tage später kauft die EZB diese Papiere wieder auf und bezahlt das alles mit frisch geschaffenem Geld. Ist das nicht ein Problem für die Sicherheit des Geldwertes in Europa? Ich denke kurzfristig nicht, langfristig möglicherweise. Kurzfristig haben wir eine Situation, in der die Inflation eher sinkt, die Inflationserwartungen sinken. Wir sehen, dass die Märkte derzeit für die USA eine negative Inflationsrate im kommenden Jahr erwarten, was frappierend ist, -1%. Das heißt, der Geldwert in dieser Krise wird zunächst mal stabil bleiben. Es gibt eine hohe Nachfrage nach Liquidität, die Bank hier ja ausreicht dafür. Also zunächst mal in dieser Krise ist es kein Problem. Es ist ja auch so, dass die Geldschöpfung der Banken und die Kreditvergabe der Banken stark zurückgeht und beeinträchtigt ist. Und insofern auch da auch von dieser Seite jetzt weniger Nachfrage kommt, die Preise in die Höhe treiben könnte. Es ist ja in gewisser Weise so, als würde der Staat und auch die Zentralbank hier die Rolle der Finanzintermediation übernehmen, die sonst der private Sektor durchführt. Insofern halte ich das kurzfristig nicht für ein Problem. Langfristig ist es aber ein gewaltiges Problem, weil eben unklar ist, wie man rauskommt. Wir haben ja jetzt erlebt, dass wir aus der letzten Krise in 10 Jahren nicht rausgekommen sind. Die EZB wollte gerade
aufhören, neue Staatsanleihen zu kaufen. Und jetzt ist schon die nächste Krise da. Das heißt, wenn wir diesen Weg weitergehen, haben wir die Gefahr der fiskalischen Dominanz der Geldpolitik. Aber ich denke, das ist ein Thema, das uns vielleicht in 5, 6, 7, vielleicht auch 10 Jahren zunehmend erreichen wird. Ich glaube, das Beispiel Japan etwa zeigt, dass man das ziemlich lange machen kann, diese monetäre Finanzierung. Nur ist ja klar, die Geldmenge, die man unterbringen kann ohne Inflation, die ist begrenzt. Und wir verfrühstücken hier in gewisser Weise die Seniorage der Zukunft. Ja, also es gibt keinen Rückwärtsgang bei dieser Politik, denn das würde ja bedeuten, dass man die Staatspapiere, die gekauft wurden, alle wieder verkaufen müsste und das Geld einziehen würde auf die Weise. Und der Verkauf drückt die Kurse und lässt die Effektivzinsen in den Himmel gehen und schon ist die Pleite der angeschlagenen Länder da. Also es ist so ein bisschen wie eine Droge vielleicht, die schön ist, wenn man sie nimmt, aber das Absetzen ist dann schwierig. In dem Zusammenhang, die gemessene Staatsverschuldung wird ja wahrscheinlich durch diesen Fonds nicht hochgehen, nicht? Das ist ja doch irgendwie ein Schattenhaushalt. Das sind zwar alles Schulden der Staaten, um die es hier geht, aber niemand verbucht sie so richtig, oder? Ja, richtig. Das sind ja Schulden der Europäischen Union, die nur durch Garantien der Mitgliedstaaten gedeckt sind. Und deshalb fallen sie jetzt nicht in die Statistik. Ich finde, dass... Also Statistik ist schon wichtig, wie wir aus der letzten Finanzkrise wissen, aus der letzten Eurokrise. Aber da das ja doch in aller Öffentlichkeit geschieht, werden das also alle Ratingagenturen wissen, dass das letztlich Schulden der Mitgliedstaaten sind. Man sollte sie eigentlich auch entsprechend zurechnen, denn sie müssen sie ja letztlich durch ihre Beiträge bedienen, die sie in den EU-Haushalt zahlen. Aber ich glaube, ich sehe es nicht als so großes Problem an, das Thema Schattenhaushalt, weil es ja wirklich sehr intensiv diskutiert wird und allgemein bekannt ist. Ja, ein Zuschauer fragt, kann sich Italien nicht durch eine einmalige Vermögensabgabe selber retten? Und du hast in deinem Vortrag das auch kurz angetippt. Also ich habe mal hier eine Zahl vor Augen. Nach der letzten Erhebung von Credit Suisse ist das Durchschnittsvermögen, nicht das Medianvermögen, eines italienischen Haushalts mit 234.000 Euro höher als das des Deutschen mit 216.000 Euro. Wäre es da nicht auch dran zu denken, die reicheren italienischen Bürger im Vergleich zu den Deutschen zu belasten, um die Schulden zurückzufahren? Ja, die Statistik ist nicht so ganz großartig. Das sind ja Zahlen, die auf Haushaltsumfragen beruhen. Ich bin nicht so sicher, wie verlässlich die sind. Aber wenn wir sie mal so nehmen, wie sie sind, dann muss man sicherlich sagen, Italien ist jetzt kein armes Land, insbesondere was das Vermögen angeht. Das kommt ja auch dadurch zum Ausdruck, dass die Gläubiger des italienischen Staates vor allem die italienischen Bürger sind und die italienischen Steuerzahler auch über ihre Banken. Insofern ist, denke ich, eins klar. Es ist nicht vermittelbar, dass andere Länder diese Schulden bezahlen, sondern die müssen in Italien bezahlt werden. Nochmal in der aktuellen Zinssituation ist es wohl möglich, auch relativ hohe Staatsschulden für längere Zeit zu haben. Allerdings, wenn es dann Richtung 160, 170% geht, dann wissen wir nicht so genau, was passiert. Das Hauptproblem, das ich bei einer Vermögenssteuer sehe, um das abzudecken, ist eben die Kapitalflucht. Das heißt, niemand mehr, wir haben ja jetzt schon das Problem, dass niemand in Italien investieren will oder sagen wir mal, dass das Investieren in Italien vor allem für die Unternehmen offenbar nicht so interessant ist. Wenn man eine Vermögensteuer jetzt einführt, dann wird man eine weitere Kapitalflucht auslösen. Was man tun kann, sicherlich ist Vermögen besteuern, das nicht weglaufen kann. Also Grund und Boden, sind ja so in den meisten Ländern etwa 2/3 des Vermögens. Man könnte eine Abgabe auf Grund und Boden erheben. Das wiederum würde wohl jede Regierung Kopf und Kragen kosten. Und hier sehen wir, glaube ich, das Problem. Also warum sollte ein italienischer Wähler sich jemals dafür entscheiden, sein Vermögen zur Verfügung zu stellen, zur Tilgung von Staatsschulden? Das ist eben nicht so klar, insbesondere wenn man vielleicht doch hoffen kann, dass die Kosten europäisiert werden können. Es ist, glaube ich, politökonomisch kaum möglich, das durchzusetzen, dass diese Schulden durch eine
Vermögensteuer gedeckt werden. Aber man müsste das fordern, wenn es dazu käme, dass die Forderung eben kommt, andere Länder sollten diese Schulden zahlen. Die liegt ja nicht auf dem Tisch, das verlangt Italien ja nicht, das hat auch die italienische Regierung nicht verlangt. Aber man muss, man sozusagen ist, darf das nicht aus dem Blick verlieren. Bei diesem Fonds geht es ja auch um die Frage, wo wir das Geld verwenden. Du hast das richtig betont. Es gibt genug grenzüberschreitende Projekte, die wir in Europa noch machen müssten, wofür dringend Geld gebraucht wird. Und das ist ja auch etwas, was also nach dem Subsidiaritätsprinzip tatsächlich in die Hand der EU hineinfällt. Die Frage ist aber, ob nicht in Wahrheit dann auch ein großer Teil dieses Geldes für die Verstaatlichung von Industrien verwendet wird. Ich meine, das läuft unter der Rubrik, wie du es auch zitiert hast, Schutz vor feindlicher Übernahme. Aber in Wahrheit geht es doch darum, jetzt eine Verstaatlichung herbeizuführen. In Italien ist ja traditionell der Staat immer Großeigentümer von Industrieunternehmen gewesen. Und dann hat man vielleicht ein bisschen den Rückwärtsgang gehabt, ein paar Jahrzehnte. Aber jetzt geht es wieder zurück in die alte Staatswirtschaft und dafür braucht man Geld. Ist es also richtig, einen Fonds aufzulegen, mithilfe dessen in einigen europäischen Ländern in großem Umfang jetzt private Unternehmen verstaatlicht werden, damit sie im Wettbewerb dann nicht mehr so viel Probleme haben? Es ist eine sehr große Gefahr. Es ist überhaupt ein Problem, dass man hier sich erstmal ein Budget ausgedacht hat, und dann beginnt darüber zu sinnieren, wofür man das Geld denn braucht. Man sollte es eigentlich umgekehrt machen. Es müsste ein Konzept auf den Tisch, das darlegt, wofür man das Geld braucht und dass es auch was Vernünftiges ist und dann sollte man es finanzieren. Also da gibt es alle möglichen Gefahren, denke ich. Eine ist die, die du beschreibst, die Ausschaltung des Wettbewerbs. Also man darf sich keine Illusionen hingeben. Das ist auch in Deutschland ein großes Thema. Wenn ein Unternehmen einmal eine Staatsbeteiligung hat, eine große, dann kann man fest damit rechnen, dass ihm alle möglichen Privilegien zugeschanzt werden, dass das Unternehmen nicht mehr in Insolvenz gehen kann, dass das Unternehmen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit durch diese Privilegien nicht innovativ sein wird und der eher dauerhaft zur Belastung wird, andere Unternehmen verdrängen wird. Also es ist ein gewaltiges Problem. Auch die Vorstellung, jetzt zuzumachen, also Ausländern zu verbieten, hier Unternehmen zu kaufen, das ist fatal. Wir wollen uns ja auch und Europa investiert zum Beispiel viel mehr in China als umgekehrt. Was erwarten wir, wenn wir hier zumachen von den anderen Ländern? Also da gibt es viele Gefahren, deshalb wäre es eigentlich so wichtig gewesen, aber hoffentlich kommt das jetzt, dass man sehr genau überlegt, wie kann das Geld nützlich ausgegeben werden. Friedrich Merz hat ja den Vorschlag gemacht und auch die Kanzlerin, glaube ich, hat sich ähnlich geäußert, weil man nicht weiß, wofür das Geld überhaupt verwendet werden soll oder es nicht ehrlich gesagt wird, sollte man vielleicht lieber das EU-Budget aufstocken und dann jedes Jahr von neuem Mittel zur Verfügung stellen und von neuem darüber beraten, je nachdem, wie man sieht, wie das funktioniert, sodass also die Ausgabennöte bestimmter Länder damit gedeckt werden können. Die Gefahr dieses einmaligen großen Betrages, der im Vorgriff auf zukünftige Steuereinnahmen dann jetzt schon zur Verfügung gestellt wird, ist eben, dass das nicht gut kontrolliert wird, wo das Geld hinfließt. Wäre das nicht etwas, was man als Alternative weiter verfolgen kann? Was hältst du von dem März-Vorschlag? Naja, wir wollen ja schon antizyklisch jetzt handeln, also in der Krisensituation Geld ausgeben und Investitionen durchführen. Das spricht dafür, auf Verschuldung tatsächlich zurückzugreifen. Das ist, denke ich, schon ein plausibles Argument. Kann man jetzt fragen, geht das nicht auch auf nationaler Ebene? Können sich nicht die Mitgliedstaaten das Geld leihen und das dann in, okay. Aber die Governance, ich denke, wie immer man das macht, man kann sich schon die Frage stellen, ob die Governance, die wir heute im EU-Haushalt haben, wo wir uns ja schon auch im Rahmen der mittelfristigen Vorausschau über 7 Jahre so einigermaßen festlegen, wofür wir das Geld ausgeben. Man kann fragen, ob diese Governance so glücklich ist. Ich sehe zwei Probleme. Erstens hat sie ja dazu geführt, dass wir eine Struktur haben, die sich
eher mit den Problemen von gestern beschäftigt, nämlich Regionalpolitik und Agrarpolitik, als mit den Herausforderungen von morgen, wie wir wissen, in der Europäischen Union. Und wir haben sehr wenig Agilität, das heißt, wir haben wenig Flexibilität. Mir ist der Vorschlag sympathisch, dass man jedes Jahr schaut, hat sich das wirklich gelohnt? Und die Governance ist auch noch offen bei diesem Fonds. Also, dass man zwischendurch auch mal schaut, was wird eigentlich mit dem Geld gemacht, das ist gut. Ehrlicherweise muss man sagen, dass der Prozess des Untersuchens, Evaluierens, ob eine Politik jetzt gut war, auch verbesserungswürdig ist aus meiner Sicht. Denn wenn man sich anschaut, wie die großen Initiativen europäischer Politik evaluiert werden, dann kommt bei diesen Evaluierungen immer heraus, das war alles großartig. Wenn wir den Juncker-Fonds nehmen, das ist ja vielleicht das nächste Beispiel, und uns da die Evaluierung anschauen, dann kommt heraus, das war alles großartig. Also das ist mir ein bisschen zu großartig. Wichtiger vielleicht als diese jährliche Operation und diese jährliche, wenn man dann jedes Jahr bestätigt kriegt, wie großartig das alles ist, ist ja vielleicht wenig gewonnen, sondern eine wirklich unabhängige und kritische Evaluierung für die Politiken wäre ganz wichtig. Nur muss man sehen, auch das dauert natürlich ein paar Jahre, also bis man dann eine Politik evaluiert hat, das dauert wieder. Aber ich denke ohnehin, dass es schwer sein wird, dieses Geld unterzubringen, wenn wir uns mal erinnern, wie andere Investitionsprojekte dauern, die man anschiebt in Europa, dann müssen wir sagen, wahrscheinlich werden die Gelder, wenn sie wirklich für grenzüberschreitende Infrastruktur etwa eingesetzt werden, dann ist doch zu befürchten, dass es viele Jahre dauern wird und die Corona-Krise schon Geschichte ist, wenn das Geld eingesetzt wird. Inwieweit ist eigentlich die Staatengemeinschaft frei, jetzt zu entscheiden, gegeben den Umstand, dass die Länder im Euro, und hier möchte ich dir vielleicht ein klein bisschen widersprechen, eben doch die Möglichkeit haben, sich der nationalen Druckerpresse zu bedienen. Also ich meine, du hast vorhin gesagt, wenn man seine eigene Währung hat, kann man nicht pleite gehen, weil man sich das Geld immer drucken kann, um seine Schulden zu bezahlen. Das ist dann zwar nichts mehr wert, aber die Ansprüche sind dann ja auch weniger. Aber im Euro ist es ja so, man kann sich ein Geld auch drucken, welches von anderen Ländern als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt wird. Der Gelddruck ist ja nicht proportional nach Landesgröße. Es ist nicht so, dass jeder eine bestimmte Menge Geld einfach herstellen kann und das in Umlauf bringen kann und sich schöne Dinge dafür kaufen kann, sondern wer von den Kapitalmärkten abgehängt ist, kann sich ja durchaus auch mehr drucken. Also es gibt die ELA-Kredite. Ein Land kann Emergency, Notfall deklarieren. Dann darf es eigentlich nach eigenem Gustus so viel Geld drucken, wie es will. Und die EZB könnte das nur verhindern, aber sie muss es nicht genehmigen. Sie könnte es verhindern, wenn 2/3 der Stimmen im EZB-Rat dagegen aufgebracht werden können, was schwierig ist. Es gibt die Anfahrkredite, das sind Agreement on Net Financial Assets, einen großen Spielraum für eigene Geldschöpfungsoperationen. Und dann gibt es diese Pfänderpolitik, das heißt, die EZB hat ja mittlerweile erklärt, dass sie auch Schrottpapiere als Pfänder für Kredite aus der Druckerpresse, die nationalen Banken gewährt werden, akzeptiert. Und das bedeutet, dass auch konkursreife Länder eigentlich nach Belieben solche Schrottpapiere in Umlauf bringen können, sich verschulden können bei den Banken. Die Banken reichen sie ein, bei der Notenbank kriegen frisches Geld, was zu Hause gemacht wird. Und dadurch kann eine sehr große Asymmetrie in der Geldversorgung entstehen, weil wir das alle nicht wollen und weil sich das ja auch in diesen blöden Tagezahlen zeigt, neigt man dann dazu, doch lieber das Unglück zu verhindern und fiskalische Kredite an die Stelle zu setzen. Nicht? Ist die Staatengemeinschaft eigentlich frei zu entscheiden, wie viel Hilfen sie aktivieren will, angesichts des Umstandes, dass die einzelnen Länder im Euro doch sehr viel Entscheidungsmacht haben? Ja, wenn diese Entscheidungsmacht unbegrenzt wäre, dann wäre das natürlich überflüssig. Also da könnte man sich das auch sparen. Nur denke ich, haben wir ja im Fall Griechenlands gesehen, irgendwann ist Schluss. Also die EZB hat schon die Instrumente, den Geldhahn zuzudrehen. Und vor dem Hintergrund spricht eben doch einiges dafür, dass man eine gewisse Wahl, dass die Staatengemeinschaft eine gewisse Wahl hat. Die Märkte scheinen das auch so zu sehen, weil man ja doch zum Beispiel als Frau Lagarde kürzlich mal zu Protokoll gab, es sei gar nicht die Aufgabe der EZB, die Spreads zu reduzieren oder auf einem gewissen Niveau zu halten, womit sie ja zweifellos recht hat.
Da sind ja doch die Renditen auf italienische Staatsanleihen sehr stark angestiegen, weil man sofort die Sorge hatte. Also wenn es so wäre, dass die italienische Regierung sich da unbegrenzt bedienen könnte, dann wäre das unbegründet gewesen. Das spricht also dafür, wie du ja auch erläutert hast, dass es gewisse Friktionen da schon noch gibt. Es ist ja klar, die Probleme sind bekannt. Aber es ist eben doch nicht, noch nicht so wie ein Land mit einer eigenen Zentralbank, dass sich eben im Prinzip an der Druckerpresse direkt unbegrenzt bedienen kann. Hier gibt es eben gewisse Funktionen. Ja, sicher, natürlich. Aber der Vorteil, man kann es nicht unbegrenzt tun, aber man hat einen Spielraum und dieser Spielraum ermöglicht es einem, Geld zu drucken, das viel besser ist als das eigene Geld, was man früher gedruckt hat, weil dieses Geld in den anderen Mitgliedsländern der Eurozone als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt wird. Das ist also eigentlich noch fast viel schöner, nicht? Ja, zu Frau Lagarde. Die musste ja nach dieser Äußerung, dass die EZB nicht die Aufgabe hätte, die Zinsspreads zu reduzieren, wenige Tage später ganz massiv zurückrudern und hat dann plötzlich dieses 750 Milliarden Programm aus dem Hut gezaubert, weil sie offenbar ganz, ganz massiv bedrängt wurde. Die EZB kann also diese Politik, die Zinsspreads nicht zu reduzieren, offenbar gar nicht durchhalten, weil der politische Druck so groß ist. Hat sie überhaupt die Unabhängigkeit, die gesetzlich verbrieft ist, oder muss sie sich doch nicht faktisch den politischen Gegebenheiten fügen? Naja, ich denke, es ist schon wichtig, in welcher Situation ein Notenbanker was sagt. Es gibt ja die Idee der, ich glaube, man nennt das konstruktive Ambiguität. Also häufig ist es, denke ich, wichtig, als Notenbanker auch nichts zu sagen oder etwas nicht zu sagen. Wir sehen ja derzeit, dass es durchaus Spreads gibt, die auch nicht so angenehm sind für Italien, also etwa so 250 Basispunkte etwa zur Bundesrepublik Deutschland. Es gibt also diese Spreads, aber es ist natürlich in einer Krisensituation, stößt man auf starke Kritik und vielleicht ist die auch berechtigt in dem Fall, wenn eben in einer so fragilen Situation der Präsident der EZB sagt, das Signal gibt, die Spreads kümmern uns nicht und wir werden die aus dem sozusagen, wir werden uns nicht bemühen, sie einzuschränken. Das ist, glaube ich, noch mal etwas anderes, als vielleicht nichts zu sagen und das soweit geschehen zu lassen. Also ich denke, sie hat einen gewissen Spielraum und ohne Zweifel, wenn eine Krise käme, würde der Druck auf die EZB, auf jede Notenbank, denke ich, in Europa und überhaupt jede Notenbank massiv zunehmen, eben diese Spreads einzudämmen, denn ist es ja für jede nationale Regierung viel schöner, wenn große Haftungsrisiken über die EZB laufen. Das brauche ich ja dir gegenüber nicht zu erwähnen, aber hier muss man es, glaube ich, nüchtern sehen und auch erwähnen. Das ist ja viel angenehmer, als sich vor das eigene Parlament zu stellen und einen großen Betrag aufzurufen, für den man dann Haftung übernehmen muss. Das haben wir ja verschiedentlich schon gesehen in der Auflösung. Die Zeit nähert sich so ein bisschen dem Ende, aber ich möchte nicht schließen, ohne dich nochmal zu befragen zu deinem Aufruf für den Ausstieg. Du hast ja diese tolle Truppe da zusammengestellt, interdisziplinär mit führenden Vertretern anderer Wissenschaftsbereiche und ihr habt gemeinsam ein Prozedere vorgeschlagen, wie man nun allmählich zurück soll zur Normalität. Kannst du das noch mal kurz erläutern? Ja, vielleicht zwei Elemente oder drei Punkte sind wichtig. Erstens, es gibt nicht wirklich einen strikten Widerspruch zwischen Gesundheit schützen und Wirtschaft schützen. Wir müssen das zusammen hinkriegen. Also die Vorstellung, man könnte einfach so aufmachen und dann würde die Wirtschaft laufen, das ist ja nicht sinnvoll. Das heißt, wir müssen beide Probleme managen. Der zweite Punkt ist, wir müssen die Voraussetzungen herstellen. Und ich denke, in diesem Zeitpunkt, das haben wir sehr betont in dem Papier, muss man nochmal daran erinnern, wie wir eingangs besprochen haben, wird zu wenig getestet in Deutschland. Wenn die Wirtschaft wieder funktionieren soll, müssen wir viel mehr testen. Wenn wir mehr testen würden, wüssten wir, wer nicht infiziert ist oder wer vielleicht schon immun ist. Es ist ja umstritten, ob Immunität durch Erkrankung wirklich eintritt. Aber wir könnten dann die Wirtschaft viel besser starten, wenn wir
ganz massiv testen würden. Das ist bislang nicht geschehen, das haben wir gefordert. Man muss also Voraussetzungen, das ist eine der Voraussetzungen für diesen Exit-Prozess, dass man die Testkapazitäten erhöht. Es gibt andere. Eine weitere Voraussetzung ist Information. Wir wissen bis heute nicht, wie viele Menschen infiziert sind in Deutschland. Wir sind so, wissen nicht, wie Behandlungen wirken und wir wissen wenig darüber und wir wissen auch nicht, wie viele gestorben sind. Wirklich, also wir wissen viel zu wenig über diese Krankheit. Es ist höchste Zeit, repräsentative Testungen durchzuführen in der Bevölkerung auf Infektion und Immunität. Und dann der dritte Punkt, das sind die Kriterien, die wir vorgeschlagen haben. Also wir haben nicht gesagt, wir können das beurteilen, wann wo aufgemacht wird, aber wir haben eben Kriterien vorgeschlagen, zu denen Dinge gehören, die jetzt auch breit diskutiert werden, die auch irgendwie offenkundig sind. Also dort, wo man sich nicht so schnell ansteckt in einer automatisierten Fabrik, kann man eben eher aufmachen als in einer Gaststube. Dort, wo man mit Homeoffice arbeiten kann, ist es nicht so dringend. Dort, wo mehr gefährdete Personen sind, muss man eben Vorkehrungen treffen, um die zu kümmern. Wir haben vorgeschlagen, die Gründung von Taskforces zentral und regional, die diese Informationen, die so ungeheuer wichtig sind, sammeln systematisch und sie dann eben aufbereiten und den Entscheidungsträgern zur Verfügung stellen. Ich denke, viele Aspekte unseres Vorschlags sind jetzt auch tatsächlich dann aufgegriffen worden. Wir hatten auch viel Austausch mit den Ministerien. Und ich glaube, es ist gut, als wir dann das veröffentlicht haben, durfte ja noch niemand, es war jedenfalls der Wunsch der Politik, über Öffnung reden. Und jetzt haben wir doch eine intensive Diskussion darüber. Es wird sehr langsam gehen, was mir große Sorgen macht. Und ich bin nicht so sicher, ob die Voraussetzungen, die wir da eingefordert haben, wirklich gelten. Aber immerhin haben wir mit der Öffnung begonnen. Ja. Ihr habt immerhin diese Orgie, von der Frau Merkel sprach, begründet, was ich also etwas deplatziert fand. Ich finde es absolut richtig, dass man die Ausstiegsdiskussion führt und dann eben auch Wege findet, zum normalen Wirtschaftsleben zurückzukehren, ohne sich dabei anzustecken. Und es ist löblich, dass ihr die Ersten wart, die also das hier vorgeschlagen und diskutiert haben. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, wir sollten jetzt zum Ende kommen. Ich bedanke mich bei Clemens Fuest. Clemens Fuest ist der Präsident des IFO-Instituts. Er hat in dieser Funktion mit seinem Wissensvorsprung über die aktuelle Wirtschaftspolitik und die wirtschaftliche Entwicklung hier bei uns geredet. Und bei uns heißt im ordnungspolitischen Ausschuss des Wirtschaftsbeirates Bayern. Dieser Wirtschaftsbeirat, darf ich vielleicht kurz erwähnen, ist eine überparteiliche Einrichtung, wo Tausende von bayerischen Unternehmen dazugehören. Und in dieser Krise, glaube ich, wird es deutlicher denn je, dass wir alle in einem Boot sitzen. Das heißt, ohne eine funktionierende Wirtschaft haben wir keine Jobs und dann haben wir auch kein Einkommen, das wir konsumieren können. Dann sind wir alle bettelarm. Und das müssen wir jetzt möglichst schnell verhindern und die Gefahr reduzieren, dass wir in diese Richtung gehen. Also mit wachsendem Dampf, würde ich sagen, allmählich wieder rein in die Wirtschaftstätigkeit und wie, das hat uns Clemens Fuest hier vorhin gezeigt. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und herzlichen Dank auch dir, Hans-Werner. Vielen Dank.